Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ostwind Teil 1. Und wir antworten jetzt erstmal Herr Kahn. Na klar, ich kann's kaum erwarten. Na dann los. Ich habe euch eine Strecke zum Aufwärmen abgesteckt. Ich habe dir ein paar interessante Stellen in der Umgebung markiert, Mika. Genau das Richtige zum Aufwärmen. Na gut. Tipp, wenn du mit der Tastatur anstelle der Maus steuern willst, ändere die Steuerung. Oh ja, das mache ich gleich. Wenn das funktioniert. Moment. In Zeiten müssen. Ja, Entschuldigung. Einstellungen. Oh ja, besser. Sprinten funktioniert immer noch so. Kann ich mich nämlich auch mal umsehen und kann mir Mika von vorne angucken. Schneller, Ostwind! So viel schneller kann der teilweise gar nicht. Schon zurück? Du findest dich also immer noch gut zurecht in der Gegend. Weiter so. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde ausreiten. Ich möchte mich nämlich ein bisschen umgucken. Bevor ich die Quests alle mache. Beim Ausreiten können wir die Umgebung von Gut Kaltenbach frei erkunden, solange wir wollen. Wir sollten die Augen nach versteckten Dingen offen halten. Um zurückzukehren, reiten wir entweder zum Gut oder benutzen das Hauptmenü. Rodungen, See, Flugplatz, Sonskoppel, Trainingsplatz. Cool! Vielleicht gibt's davon noch mehr zu finden. Oh, da hinten ist noch einer. Schieling, was ist ein gepackter Schieling? Bestimmt eine Blume. Schön. Wir traben mal ein bisschen durch die Gegend. Da galoppieren wir doch. Gut, Pferd. Und was gibt's hier noch? Gut, Kaltenbach und
Ursteinsee, okay. Und dann? Schauen wir uns das mal an. Das haben die echt schön gemacht. Muss ich schon sagen. Die Entwickler. Also der Trab. Der Schritt. Ja, der Schritt ist auch gut gemacht. Und der Kopf. Der hält den Kopf so komisch. Oder kommt nur mir das so vor? Dass er den beim Galopp so weit vorne hält. Oder ich bin es einfach gewöhnt. Moment. Das zu sehen, dass Leute, die den Kopf so nah ranziehen. Gerade, das ist ja falsch. Finde ich. Sammeln wir noch ein paar Blümchen ein. Jakobskraut. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich Jakobskraut brauche, aber lieber haben, anstatt dann zu sagen, oh Mist. Adlerzahn, okay. Aus wie so ein Lagerfeuer kurzzeitig. Aber das sieht irgendwie hier überall so, ja, quadratisch aus. Ich mag den Soundtrack, ich mag das. Die Optik. Außer der Schleif, der sieht auch hier in diesem Teil so seltsam aus. Aber der Trab an sich ist ganz schön gemacht, schön umgesetzt. Der Galopp ist schön umgesetzt. Die Geräusche von dem Hufen, also von den Hufen ist gut. Gut durchdacht. Zur orangenen Markierung, Ostwind, so schnell wir können! Hä? Das war doch so gar nicht geplant. Na gut. Kann ich dann jetzt da durchlaufen, ohne dass wieder sowas kommt, oder? Was ist denn da für ein Stern? Hm? Kann ich auch absteigen? Nee, schade.
finde es aber gut, dass die Pferde wegreiten. Ich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet, optisch und auch umgesetzt. Ich laufe mal zum Flugplatz. Räder sind verboten. So. Wir waren jetzt hier, sind hier rum. Ich würde jetzt hier außen rum. Geradeaus und dann wieder beim See rum. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da haben sie echt dran gedacht, das finde ich gut, an andere Tiere.
Okay, ich weiß, ich bin nur am Schwärmen, wie immer. Aber ich finde halt die Optik sehr schön. Also diese 2D-Bäume hier hinten. Und aus in diesem JPG, PNG. Nun gut. Aber sonst ist es echt schön. Also, die hellen Bäume, die sehen seltsam aus. Man hat ja sogar daran gedacht, unter Ostwind Staub zu machen. Also so, dass er... Naja, dass man sieht, dass er drauf läuft. Wenn ihr wisst, was ich meine. Warte mal. Ich reite beim Hügel runter, na gut. Ich dachte, das ist so ein geheimer Platz oder so. Warte. Richtung war schon richtig. Na gut. Kommt doch bestimmt beim Ausreiten auch so das ein oder andere mit, oder? Kann das sein? Hey, sonst habe ich immer alles bekommen. So, muss ich jetzt... Warte. Aber ich sollte mit Mika langsam nach Haus und Ostwind. Ach, schön. Haben sie auch dran gedacht. Ach, das ist so toll. So, wie es aber weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.